Und mit voller Power geht's zurück. Herzlich willkommen zurück hier bei Space Startopia, der Beta-Version. Auf geht's wieder in den Einzelspieler und in die nächste Mission. Wir gehen einfach auf Kampagnenlevel anspringen und damit sind wir schon in der zweiten und einzigen Mission, die es da noch gibt. Zumindest für die Beta-Version, die virale Vegetation. Weiterhin habe ich natürlich die Stimme ausgeschaltet. Ich finde, die passt nicht so gut wie die aus dem Trailer. Die hätte ich viel lieber hier gehabt. Aber ist auch egal. Wir werden uns hier etwas umsehen können. Wir haben nicht so viel Platz. Wir können jetzt auch nicht so viel bauen. Wir haben sehr viel Zeit, uns alles in Ruhe anzugucken und das Ganze zu verfolgen. Und insofern sollten wir uns auch um alles Weitere kümmern. Es gibt drei verschiedene Achievements, die man erreichen kann. Seuchenkontrolle, absolvieren Sie die Mission Virale Vegetation. Apotheker. Erzeugen Sie in der Mission Virale Vegetation 10 Crates Medizin und die schützende Hand. Absolvieren Sie die Mission Virale Vegetation, ohne dass ein Alien unter 15% Gesundheit fällt. Mal sehen, ob wir es schaffen. Zusätzlich haben wir zwei neue Leute. Einmal die Gräsolorianer arbeiten in der Krankenstation. Und wir haben die Dryade. Dryaden arbeiten auf dem Biodeck. Wir werden ein zweites Deck sehen, meine Lieben. Außerdem auch drei neue Räume. Einmal den Frachtraum, dann die Fabrik und die Krankenstation. Drei wichtige Dinge und um die kümmern wir uns jetzt. Auf geht's. Da sind wir auch schon. Wir drehen einmal die Ansicht, was nicht funktioniert. Dann machen wir es so. Achso, der geht automatisch immer zu dem Deck. So, gucken wir mal. Hier möchte ich jetzt auf jeden Fall erst einmal das Lager stehen haben. Das wird wichtig sein, das nehmen wir mit rein. Hier sind die ganzen Möglichkeiten, nach oben und unten zu gelangen, beziehungsweise Dinge zu holen. Und wir brauchen zusätzlich schon mal Schlafräume. Schlafräume werden wir hier vorne mit hinpacken, dass die Leute gar nicht erst großartig über das ganze Deck verteilt sind. So. Dann könnt ihr hier gleich anstehen. Wir brauchen die Betten. 2, 3, 4. Gut, ist jetzt nicht ganz so viel. Könnt noch ein weiteres Bett oben mit hinhauen. Zusätzlich ein paar Duschen. 1, 2, 3. Ja, und Slushies und so. Das wird jetzt schwierig. 1, 2. Eismaschine, Schokomaschine, wie auch immer man möchte. 1. Ist ganz schön eng, der Platz. Habe ich mir doch ein bisschen anders gedacht. Egal. Bestätigen. Das ist das, was gebaut wird. Da können die Leute jetzt unterkommen. So, zusätzlich bauen wir auch gleich eine Ladestation für unsere Fuzzis. Die Fuzzis, die müssen sowieso aufräumen. Das heißt, es ist ganz gut, wenn die hier vorne mit untergebracht sind. Bitteschön. Wir brauchen eine Fabrik. Ja, die kann hier mitstehen. Und eine Recyclingstation, die passt hier nicht mehr hin. Das ist schlecht, da muss ich die Krankenstation ein bisschen kleiner halten. Okay, drehen wir nochmal die Ansicht, damit wir sehen, wie viel Platz wir jetzt für die Krankenstation haben. Nicht besonders viel. Aber okay, kriegen wir hin. Krankenstation, bitte einmal komplett rumziehen. So. Eingänge machen wir auch gleich zwei Stück fertig. Und dann brauchen wir die Diagnose-Tools. Da wird diagnostiziert, was für Krankheiten die Viecher haben. Dann brauchen wir den Medikationsschrank. Drei Stück. Und ganz viele Sitzplätze, dass die Leute sich nicht anstellen brauchen, sondern sich erstmal in die Krankenstation setzen und nicht noch sämtliche anderen anstecken. So, bitteschön, bestätigen. Gut, das wird jetzt alles fertig gebaut. Jetzt müssen wir schon mal die Angestellten mit anheuern. Das heißt, die Dryaden, die werden jetzt gleich auf dem Biodeck arbeiten. Die Bugs können wir auch schon mal anstellen. Die Telgors, alle bitte. Und die Grays werden in der Krankenstation aushelfen. Guti. Okay, jetzt wird das Biodeck gepflegt und da gehen wir mal hin. Wir haben ja hier die Möglichkeit, das hier zu sehen. Da können wir nach oben hin hinkommen. Nach links und rechts geht aktuell nicht, weil wir ja keine weiteren Zirkel mit reingebracht haben. Aber jetzt sehen wir hier mal das Biodeck. So sieht das Ganze aus. Und das wird nach und nach abgebaut, beziehungsweise fertig gemacht von den Dryaden selber. Und ich hoffe, dass wir ziemlich viele Kristalle bekommen, denn die brauchen wir. Was ist das hier? Biostation. Aha. So, die Dryaden gehen an die Arbeit.
Und wir brauchen jede Menge Zeug, unter anderem natürlich auch Kristalle. Hier schon mal Sauerstoff, den werden die hier holen, die Fuzzis. Die haben auch ihre Ladestation, mehr als eine brauchen wir nicht, sind ja eh nur 5 Fuzzis und wir können leider nicht mehr einstellen. Oh, ich glaube, die eine Dryade fängt an zu schwitzen. Das ist nicht so schön. Aber wenigstens sind hier keine ekligen Viecher. Denn die erscheinen auch manchmal. Das sind so kleine Parasiten. Sollte man auf jeden Fall kaputt machen, bevor sie andere Leute anstecken. So, in der Krankenstation arbeiten jetzt die Leute. Auch unsere Grays sind unterwegs. Und kümmern sich darum, dass die Leute diagnostiziert werden. Währenddessen können wir uns schon mal um die Müllstation kümmern. Da ist schon der erste Parasit. Weg mit dir. Wir werden keine Leute angesteckt. Der wäscht sich gerade, aber ich glaube, der muss jetzt einmal ganz kurz in die Krankenstation. Dem geht's nicht so gut. Warum fühle ich mich jetzt so mies? Das weiß ich auch nicht. Hast dich wohl angesteckt, mein Freund. Guti, das läuft soweit. Ihr habt nichts zu tun, Fuzzis. Ich glaube, ich habe noch keine Mülleimer hingestellt, ne? Das ändern wir gleich mal. Bauen wir hier welche mit hin. 2. Komm, hier drüben auch noch einen mit hin. 3. Und wir brauchen noch die... Nicht die Ladestation. Das Kommunikationsterminal. Ah, das passt wieder nicht hin. Ja, das ist doof. Dadurch, dass wir so wenig Platz haben und keine neuen Räume kaufen können, haben wir keine Möglichkeit, das alles fertig zu machen. Aber ist auch nicht schlimm. Wir stellen mal noch ein paar Leute mit an. Telgors auf jeden Fall. Bugs brauche ich jetzt nicht mehr. Aber die Dryaden und die Greys, dass die immer alles schön unter Kontrolle halten. Er lässt sich selber untersuchen, der Grey. Und wir sollten vielleicht dafür sorgen, dass hier Medizin fertig gemacht wird. Dafür brauchen wir erstmal Medikamente. Medikamente. Wie macht man denn Medikamente? Wenn, dann kommen die auch über das Biodeck. Allgemeines und Deko. Fuzzi, benannt nach Schaltkreise und Plastik. Ja gut, machen wir mal Plastik. Ganz normal draufklicken. Und Schaltkreise. Dann können wir weitere Fuzzis machen, die hier alles fertig bauen. Beziehungsweise den Müll einsammeln. Und vielleicht sogar Pestizide kaputt machen, beziehungsweise nicht Pestizide, sondern... Wie heißen sie denn? Ihr wisst, was ich meine. Parasiten, genau. So, wir helfen den Fuzzis einmal ganz kurz. Dann haben die nicht ganz so viel zu tun. Was machst du? Mach mal sauber. Also einer ist auf jeden Fall dabei, sauber zu machen. Das ist gut, ich bin stolz auf dich. Und hier drüben stehen sie schon an der Krankenstation an. Alle versuchen sie, ihre Medikamente zu nehmen. Gerade kommen Bomben auf uns zu. Irgendwo ist bestimmt noch eine Bombe. Ich kenne mein Glück. Vielleicht sogar auf dem Biodeck? Oh, bitte nicht. Müll kann ich hier gar nicht gebrauchen. Aber nee, sieht nicht so aus. Medizin! Oh, sehr gut. Was haben wir hier? Mineralien. Brauchen wir auch. Noch mehr Mineralien. Gut, die bringen wir selber mit rüber. Da ist ganz schön viel los. Also das ganze Micromanagement ist schon echt herausfordernd. Und das ist natürlich in der Beta noch ein bisschen unübersichtlich. Wird aber später garantiert noch ein bisschen anders sein. Also insofern lasst euch nicht abschrecken. Ihr werdet das schon hinbekommen, wenn ihr das erste Mal spielt. So, das bitte auch oben einsortieren. Achso, das hat sich die Fabrik gleich gekrallt. Ja gut, geht natürlich auch. Medizin haben wir jetzt wenigstens einmal gehabt, beziehungsweise Medikamente. Antibiotika-Spray und Heilschlaf. Kann ich im Moment nicht herstellen, weil wir es nicht in Massen herstellen. Das benutzen die hier alles. Gott sei Dank, die sind noch einigermaßen voll, können noch ganz viel ausgeben. Haben wir wieder weitere Parasiten? Ich glaube nicht. Ich sehe zumindest keine. So, und jetzt können wir uns auch mal das Spiel näher ansehen. Das heißt, wir können Leute richtig beobachten, können richtig nah ran.
Ja, du hast den armen Parasiten hier oben drauf. Oh Gott, du bist aber auch arm dran. Und der hat Kopfschmerzen ohne Ende. Dem raucht der Kopf. Oh nein. Und hier ist einfach nur heiß. Bist am Schwitzen. Hier ist die Waschstation, die Waschstraße. Da will jetzt aber keiner rein. Sind alle schon gewaschen. Manche gehen schlafen. Kommt wieder eine raus. Ah, da ist jemand am Waschen. Rubbel, rubbel, abgewischt. Sehr schön. Lanka, da, Lankatma. Oh Gott, was für Namen. So, unsere Fuzzis bringen wir derweil schon wieder weitere Waren. Und eigentlich bräuchte ich ganz, ganz viele Fuzzis, dass wir die alle fertig machen können. Ja, wir haben zumindest einmal Plastik schon hergestellt. Und unsere Aufgabe ist es, 5-mal Schaltkreise zu produzieren. 30 kranke Aliens zu heilen, wo wir ja jetzt auch gerade sehr stark dabei sind. Muss ich gerade mal gucken, ob es hier schon wieder weitergeht. Hier ist noch ganz viel Sauerstoff und Bäume. Schneestern. Nee, der muss erst umgearbeitet werden, der Schneestern. Das heißt, wir können das selber nicht ausbauen. Was? Nee, danke. So. Was ist das denn? Fasern. Ach so, ah, die brauchen wir. Na gut, nimm du das mal mit. Eigentlich bräuchte man hier 20.000 Fuzzis. Wabbelpilz. Dadurch, dass die alle krank sind, kommen wir auch nicht so schnell an das, was wir brauchen. Wo ist meine... Da. Bitteschön. Die Fasern wurden, glaube ich, hier gleich verbaut. Dann können wir jetzt schon mal... Recyclingstation. Nee, Quatsch, hier. Rechtsklick drauf. Einen Fuzzi herstellen. Oder auch nicht. Uns fehlt noch einmal Schaltkreise. Das Problem ist, solange wir keine weiteren Droiden bekommen. Oder Dryaden vielmehr. So, ich stelle die jetzt alle an. Ist mir egal. Wird schon. Hier arbeitet aktuell niemand. Telgors habe ich eigentlich angestellt. So, noch mehr anheuern. Stehen wahrscheinlich alle in der Krankenstation. Den geht's auch allen nicht so gut. Aber das kann ich auch nachvollziehen. Sieht ja auch nicht so schön aus hier. Übrigens haben wir kaum Sauerstoff. Wir sollten unbedingt für mehr Sauerstoff sorgen. Vielleicht geht's den Leuten dann auch wieder besser. Sie haben bereits die Hälfte der zu heilenden Aliens kuriert. Eine akzeptable Leistung. Gerade eben hat ein Angestellter gekündigt. So viel dazu. Einer ihrer Angestellten hat gekündigt. Ja, ich habe vergessen, Sauerstoff mit hinzubauen. Das war dumm von mir. Das Schöne ist, dass wir noch jede Menge Sauerstoff haben. Hier im Lagersystem. Sauerstoff ist auch nicht das Problem. So, jetzt kriegen die wenigstens Sauerstoff. Dann geht es denen auch wieder besser. Dann hassen sie mich wenigstens nicht mehr. Vielleicht wurden sie deswegen auch so krank. Wir gucken mal nach der Luft. Ah, das wird sich erst langsam erholen. Muss er erst nach und nach aufpumpen. Okay, wie sieht's sonst aus? Einmal Schaltkreise fehlen noch. Dann warten wir jetzt auf weitere Dryaden, die arbeiten gehen. Die sind schwer krank auf dem Weg. Und ohne die Dryaden wird es nicht gehen. Alternative Atmosphärefilter. Das ist auch eine schöne Idee. Kann ich gut gebrauchen. Sauerstoff ist gerade so noch da. Es sieht auch wieder besser aus. Das heißt, die Leute, die kriegen jetzt wenigstens Sauerstoff. Ein paar haben uns verlassen. Das ist nicht schlimm. Bisher ist noch keiner gestorben. Immerhin. Die Parasiten machen wir mal weg. Das Ungeziefer. Die wollen alle wieder abreisen. Ja, kann ich verstehen. Dafür werden ganz viele neue, gesunde Leute antreten. Ist doch auch schön. Was?
Komm, die beiden nehmen wir noch mit rein. Dürfen für uns arbeiten, weil keiner mehr in der Krankenstation ist, der für uns arbeitet. So, die Luft wird wieder besser, Gott sei Dank. Und die wurden aufgepimpt, sind jetzt also noch stärker. Ich werde die Energieversorgung der Atmosphärefilter optimieren und ihre Leistungskraft verstärken. Immerhin. Hier schon wieder eine Bombe. Nur hier oder auch hier? Da ist auch eine. Und da. Okay, immerhin drei Bomben. Die können wir gleich wieder in die Recyclingstation packen. Dann hat die was zu tun. Produziert wieder Energie für uns. Und den Leuten geht es wesentlich besser jetzt, wo wir Sauerstoff haben. Das Ungeziefer machen wir noch weg. Guti, Gott sei Dank. So langsam geht's aufwärts. Aber ich glaube, dass unsere Dryaden alle weg sind, ja. Ich muss unbedingt neue einstellen. Immer noch einen neuen Doktor. Ihr beide kommt auch mit rein. Fuzzis habe ich noch. Die sind auch alle gut aufgeladen. Und Bugs muss ich nicht mit einstellen, das ist okay. Celebrama sind die einzigen, die wir bisher noch nicht haben. Weg mit den Parasiten. Den Müll sammle ich jetzt mit auf. Unsere Fruzzis haben Besseres zu tun. Die müssen den ganzen Waren hin und her transportieren. Die holen hier teilweise 5 Dinge auf einmal. Was ist hier los? Haben wir schon weitere Schaltkreise gemacht? Nee, immer noch 1 von 5. Ich brauche auch 5 Stück insgesamt. Aber es sieht schon besser aus. Zumindest kommen jetzt so langsam wieder Waren mit ran. Wir haben jetzt 19 von 30 geheilt. Manchen Leuten ist doch ziemlich heiß. Obwohl es geht. Die kühlen sich auch wieder ab. Aber die Viecher nehmen wir weg. Die Bewertung müsste jetzt langsam wieder hochgehen. Auch wenn es immer noch Leute gibt, die total unzufrieden sind, total krank jetzt wieder nach Hause ziehen. Geht nicht anders. Müssen wir durch. Bob, der Fuzzy. Der Fuzzy. Na, was machst du da? Machst du hier sauber? Ah ja. Gut gemacht. Bin stolz auf dich, Fuzzy. So, hier läuft's wieder. Jetzt können die Leute wenigstens einigermaßen schlafen, sich erholen, wieder gesund werden, vor allem. Wie sieht's hier drüben aus? Oh, da kommen so langsam Mineralien, die wir unbedingt brauchen. Faser nehme ich auch nochmal mit. Dankeschön. Transportiere ich selber rüber. Könnt gerne weitermachen. Vor allem Mineralien brauche ich ohne Ende. Medizin ist auch sehr gut. Okay, Fasern. Packen wir alles gleich hier mit rein. Medizin ist noch relativ voll, das ist okay. Und hier drüben wird alles produziert. Sehr gut. Dann müssten wir doch jetzt genügend Schaltkreise haben, oder? Die müssen wahrscheinlich erst noch eingelagert werden, ne? Schmuggelware? Was für Schmuggelware ist das? Ich mache mir Sorgen. Das ist sehr merkwürdig. Ein Schaltkreis. Pack den mal da rein. Wir haben jetzt 2 Schaltkreise. Produkt wurde noch nicht erforscht. Hahaha. Und wir haben keine Möglichkeit zu erforschen. Also dürfen wir nur das machen, was hier vorne zur Verfügung steht. Heißt, wir brauchen mehr Medikamente, um dann den Heilschlamm fertig zu machen. Und wir könnten gegebenenfalls mal eine Disco-Ghoul machen. Erhöht den Wunsch nach Unterhaltung bei allen Aliens, die sich im Wirkungsbereich befinden. Ich will ja nicht den Wunsch wecken. Ich habe gedacht, ich könnte damit den Wunsch irgendwie regulieren und sagen, hey, ihr könnt jetzt feiern. Ihr habt eine Disco-Kugel.
So langsam geht die Zufriedenheit von 20 wieder hoch. Sauerstoffbombe. Seuche im Glas. UV-Granate. Destillierte Sonnenkraft, die für starkes Pflanzenwachstum sorgt. Holokristalle. Merkwürdige Kristalle aus einem seltenen Element. Müllterminator. Entfernt jeglichen Müll im Wirkungsbereich. Toxisches Material. Dieses toxische Material wurde in der Fabrik gesäubert und ist nun ungefährlich. Und wozu brauche ich's? Sushi, eine Delikatesse aus den fernöstlichen Galaxien. Fasern und Nahrungsmittel. Mach mal Sushi. Weil wir's können. So, den Leuten geht's gut. Ein paar Bomben wurden auch wieder gelegt. Juhu. Kann ich gleich wieder recyceln? Irgendwo war noch eine Bombe. Es waren noch gleich drei hier, oder nicht? Wo ist noch eine Bombe? Da. Dankeschön, dass ihr meine Recyclingmaschine so schön füttert. Finde ich aber wunderbar. So, hier wird weitergearbeitet, Gott sei Dank. Das nehmen wir alles mit, weil wir es können. Ja, und auch die Pflanzenwelt ist ganz niedlich gestaltet. Vor allem nicht so, na doch, ziemlich plastisch, aber ist egal. Es passt eben zum Spiel, sagen wir es so. Na, Fuzzi. Ich kann durch dich durchgucken. Auch durch den Gray. Was will der Gray hier? Ich glaube, die sind einfach bloß mal hier, um sich zu erholen, oder? Sauerstoffgehalt ist hier sehr hoch. Wachstum. Diese Pflanzen, die wachsen vor sich hin. Schmuggelware nehme ich mit. Nehme ich an mich. Du bist gerade befallen worden von irgendwas. Gib mal her. So, kannst weitermachen. Viel Spaß. Sieht doch ganz gut aus. Wieder zurück. Wir haben schon alle geheilt, die wir heilen sollten. Wir müssen noch einmal Nahrungsmittel einlagern und in den Fabriken weiter Schaltkreise produzieren. Ja, es fehlen immer noch drei Schaltkreise. Und was mit dem Sushi passiert, das kann mir auch keiner sagen, oder? Ernsthaft, was ist mit dem Sushi passiert? Nehmen wir es mal raus. Ah, da kommt schon einer mit ganz viel Sushi. Juhu! Ich habe allerdings noch nicht mal eine Sushi-Bar. Dann kommt schon wieder einer an und ist krank. Toll. Ihr schleppt mir die ganzen Krankheiten hier ein. Das ist der reine Wahnsinn. Selbst unsere Mitarbeiter hier sind krank. GY irgendwas. Genau, gib mal ein. Aber unsere Leute sind wenigstens einigermaßen am Arbeiten und so langsam geht die Zufriedenheit wirklich nach oben. Das ist schön. Befördern. So, den konnte ich jetzt befördern. Wachs brauche ich nicht. Telgors sind noch da. Ein Grey kann ich aktuell nicht befördern. Wir nehmen mal noch zwei Dryaden mit dazu. Wenn ich das richtig sehe, dann hat die eine Dryade hier bald ihre Erfahrungspunkte zusammen, um befördert zu werden. Und dementsprechend steigen natürlich Fähigkeiten und Einsatz. Jetzt geht der Mülleimer los. Der ist voll. Boah, das Lager wird auch immer voller. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe immer noch nicht genügend Kristalle. Wo sind die? Meine Dryaden müssen unbedingt mehr machen. Strengt euch mal an. Holt mal die Kristalle hier aus dem Boden. Hier liegen überall welche rum. Ihr seht schon echt creepy aus. Ihr seid so die weibliche Fassung, ne? Der Aliens. Du bist definitiv ein Mann. Sieht man dir an.
Und die sind schon beide wieder krank. Das gibt's doch nicht. Ein intergalaktischer Inspektor hat seine Untersuchung auf Startopia abgeschlossen. Möglicherweise hat er bei seiner Abreise vergessen, die inspizierten Räume Typ Recyclingstation wieder zu aktivieren. Was? Ich kann die auch nicht von mir aus aktivieren. Was soll das denn? Angestellter hat gekündigt. Eine Dryade. Gott, und jetzt kommen ja auch noch Bomben dazu. Müsst ihr mir das antun? Ich bin doch immer so gut zu euch gewesen. Okay, ich sehe hier keine Bombe mehr. Ich habe die Befürchtung, dass die hier irgendwo ist. Aber ich sehe keine Bombe, nee. Sieht nicht so aus, Gott sei Dank. Ja, das ist das, was ich meinte. Also jetzt können wir nicht mehr so viel machen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir die restlichen Dinge produziert haben. Das bedeutet, noch ganz viele Mineralien aus dem Boden rausgeholt haben. Das müssen unsere Dryaden tun. Die werden hier ja immer mit Medizin versorgt. Habe ich jetzt schon mal Medizin im Überschuss? Nein. Das sieht schlecht aus. Ich glaube, ich muss mal für eine Wachstumsbombe sorgen hier. Plastik und Schaltkreise brauche ich dafür. Na toll. Habe ich nicht. Plastik könnte ich mal machen. Machen wir jetzt dreimal Plastik. Die Fabrik arbeitet. Wo bleiben meine Mineralien? Leute, strengt euch an. Ernsthaft jetzt, dass ich das selber nicht verpacken kann, ist doof. Uranusfalle. Wabbelpilz. Pflanze ernten. Ah, der gibt Mineralien. Ups. Du auch. Perfekt. Ah, ja gut, dann muss ich eben selber ernten. Wenn das funktioniert, mache ich das natürlich. Dankeschön. Die wachsen ja hoffentlich wieder nach. So, dann wieder zurück. Mineralien hier reintun. Ah, sehr schön. Dann kriegen wir das wenigstens hin. Dann haben wir die Schaltkreise. Sind ja die letzten Dinge, die wir noch brauchen. Den Rest haben wir alles geschafft. 4 von 5. Ach, der holt gerade das ganze Plastik. So, 5 von 5. Glückwünsche sind angebracht, Commander. Sie haben sich auch in diesem Testszenario einigermaßen wacker geschlagen. Chapeau. Ich werde Ihre mittelmäßigen Taten sofort im Mahnmal der Schande vermerken. So nenne ich Ihre Personalakte, Commander. Das müssen Sie nicht verstehen. Es ist ein amüsantes Datenpaket, das zwischen meinem Sarkasmusprozessor und meiner Evaluierungskoroutine hin und her geht. Aha, Szenario erfolgreich abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Und ja, gut, ich habe nicht alles erfüllt. Maximale Attraktivität, nee, minimale, 20, maximale 81%. Anzahl der Besucher 141, Anzahl glücklicher Besucher 21. Ups. Ja, so ist Leben eben. Und das, meine Lieben, war schon Space Base Startopia. Eine schöne, lange zweite Folge, aber hat uns leider nicht viel gebracht, weil wir jetzt noch nicht alles sehen konnten. Ich möchte gerne irgendwann weitere Räume kaufen. Ich möchte weiter in den inneren Circle. Leute, dieses Spiel hat so viel Macht, so viel zu bieten und ich freue mich schon auf den Rest. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.